Zeichen dafür, wie sehr Sam sich verändert hatte, war die Tatsache, dass er es überhaupt in Erwägung zog, sich Third Echelon vorzuknöpfen. Er war immer loyal bis auf die Knochen. Doch jetzt war er bereit, ihnen den Hals umzudrehen. Die Schwäche des Gebäudes war seine Stromversorgung. Haupt- und Nebenversorgung waren auf Höhe der Parkebene im Untergeschoss platziert. Mit ein bisschen C4 an der richtigen Stelle konnte Sam die Stromversorgung lang genug lahmlegen, um ins Third Echelon hineinzukommen. Für Sam klang das gut. Er ging rein. Sie sollten ruhig wissen, dass er kommt. Sam, bist du in der Garage? Ja, und ich stinke wie ein Ersatzreifen. Ging nicht anders. Du musst jetzt mit deinem C4-Sprengstoff die Primär- und Sekundärtransformatoren des Gebäudes ausschalten. Spreng sie gleichzeitig, wenn du in der Nähe des Empfangs bist. Dann hast du ein paar Sekunden, bis der Notstrom die Sicherheitssysteme aktiviert. Sie sind beide auf der Parkebene, korrekt? Korrekt. In zwei verschiedenen Räumen. Sie dürfen dich nicht sehen, sonst verriegeln sie die Sicherheitstüren. Und spring nicht unnötig vor den Überwachungskameras rum. Sam, mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach ihm. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Fryman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist, wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. Oh Mann! Das war's, das Gebäude wird verriegelt. Sie wissen, dass du da bist. Das war's. Das Gebäude wird verriegelt. Sie wissen, dass du da bist.
nur eins tun. Stillhalten. Für Sam war Thought Echelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger, als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran? Es war ihm vorherbestimmt. Tut mir leid. Die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab hier mal gearbeitet. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Freeman hat mir seine Position übermittelt. Er wartet irgendwo in einem Büro beim Serverraum. Verstehe. Keine Spannfischer. Vielleicht ist nur einer wegen des Stromausfalls durchgedreht. Sieht gut aus. Kein Kontakt, wiederhole, kein Kontakt. Alles okay, zurück an die Arbeit und haltet die Augen auf. Bereich gesichert.
Kein Fischer kann niemand hier. Sind Sie Fryman? Ja. Ja. Sie sind Fischer, ja? Anna hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich war ein großer Fan von Ihnen, als Sie hier gearbeitet haben. Ein sehr großer Fan. Ich bin gerührt. Und was haben Sie für mich? Ich hab das. Ein UHF-Sonar-Sichtgerät. Besser als das Zeug, das Sie den neuen Splinter Cells geben. Setzen Sie mal auf. Voila! Damit können Sie im Dunkeln durch Wände und was weiß ich nicht alles sehen. Gar nicht übel. Hab es modifiziert. Es macht jetzt die Lasergitter des Sicherheitssystems sichtbar. Wenn sie einen Strahl passieren, zielt ein Turm auf die entsprechende Stelle. Hab ich so programmiert, sorry. Und noch was. Die richtig guten Jungs haben auch so ein Zeug. Wenn sie die sehen können, können die sie vermutlich auch sehen. Danke. Sie sollten jetzt lieber abhauen. Ich schaff das. Ich sag den Wachen einfach, dass ich auf dem Klo gelesen hab. Die bringen mich dann zurück in mein Büro. Seien Sie vorsichtig. Viel Glück. Fischer könnte im Serverraum sein. Alle Leute dorthin schicken. Sofort. Los, findet den Gegner und schaltet ihn aus. Wow! Scheiße! Glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist da drüben. Halt! Der Kerl soll zu uns kommen. Der Bereich ist nicht sicher. Sieht wie ein Hinterhalt aus. Warte!
Gekonnt ist gekonnt. Du bist... Hier ist alles ruhig. Hast dich mit dem Falschen angelegt. Egal. Scheiße. Schön, dich wiederzusehen. Hör zu, Fischer, ich kann's erklären. Tu mir nichts, tu mir nichts.
Diesmal wird niemand kommen, um dich zu retten, André. Jetzt raus damit. Was zum Teufel hat Reed vor? Er hilft Megiddo. Er benutzt Third Echelon, um EMPs ins Land und nach Washington zu bringen. Ich hab dabei geholfen. Warum? Was verspricht Reed sich davon? Die Präsidentin! Nach Zündung der EMPs wollen sie die Präsidentin ausschalten, die Stadt lahmlegen und das Durcheinander ausnutzen. Heute Nacht. Wieso ausgerechnet die Präsidentin? Ich sag nichts! Sie will nicht mitspielen. Megiddo hat den Vizepräsidenten im Sack. Reed bekommt eine Medaille und wird befördert, wenn alles glatt läuft. Dieser verdammte Bastard. Letzte Frage. Sie ist zugleich auch die wichtigste. Was weißt du über meine Tochter? Du legst mich um, sobald du es weißt. Ich weiß gar nichts über sie. Fischer, wie gesagt, die gaben mir ein Bild und meinten, ich soll eine entsprechende Leiche auftreiben. Hab ich häufiger für Third Echelon gemacht. Hab alles gemacht. War deine Freundin Grimstadt hier. Hab mehrmals für sie gearbeitet. Sie weiß mehr darüber als ich. Halt's Maul. Na, noch am Leben? Gut. Nicht wahr? Arbeitet mit Megiddo zusammen. Sie haben es auf die Präsidentin abgesehen und wollen ihren Vize an die Macht bringen. Die EMPs sind ein Ablenkungsmanöver. Ja, natürlich. Bei dem Chaos wird so schnell keine Hilfe vor Ort eintreffen. Und sie haben einen netten Terroranschlag als Ausrede. Corbin hat noch andere Sachen erzählt. Ich bin auf dem Weg in dein Büro, Quinn. Was werde ich dort finden? Etwas, das schon längst überfällig ist. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Dann besprechen wir alles.
werden. Keine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Oh, verdammt! Achtung, verdammt! Andere Positionen, wir schnappen ihn uns! Scheiße! Andere Position, wir gehen rein! Vorwärts, los, los! Du lachst nur so lange, bis ich dir in den Arsch trete! Erzähl mir von meiner Tochter, Grim. Sag mir, warum du mich angelogen hast. Es war Lamberts Idee, Sam. Er dachte, er würde dich beschützen. Er hatte ein Aufnahmesystem in seinem Büro installiert. Alles, was dort besprochen wurde, wurde gespeichert. Vor der Sache in New York gab er mir die Zugriffscodes. Die Daten können nur vor Ort und durch mich abgerufen werden. Das sagte er über Sarah. Sarah Fisher. Meine Informationen deuteten darauf hin, dass ihre Sicherheit bedroht war, durch einen Maulwurf in den Reihen des Third Echelon. Man wollte sie dazu benutzen, Sam unter Druck zu setzen. Sie hätten Sam in der Hand gehabt und das konnte ich nicht zulassen. Ich traf eine schwere Entscheidung. Ich täuschte Sarahs Tod vor und nahm sie so aus dem Spiel. Ohne sie konnte Sam so handeln, wie es nötig war. Sein Leid bedeutete ihre Sicherheit. Sarah wurde mit einer neuen Identität ausgestattet. Sie wurde beschützt. Ausgezeichnete Arbeit, Anna. Ich habe diesem schmierigen Bastard Corbin den Auftrag gegeben, eine Leiche zu besorgen, die ihr ähnlich sah. Dann log ich meinem besten Freund vor, dass seine Tochter tot sei. Ich nutzte ihn und seine Trauer aus. Alles zum Wohle von Third Echelon. Und das Schlimmste daran, der Maulwurf wurde nie enttarnt. Bedrohung für sie und Sam, sie existiert weiterhin. Das alles muss also geheim bleiben. Wir beide wissen davon, sonst niemand. Vielleicht eines Tages.
Du musst mir zuhören. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber jetzt brauche ich dich. Ich brauche den Sam Fisher von damals. Weißt du es noch nicht? Er ist tot. Frag Sarah. Sam, bitte. Meine Leute haben die restlichen Whitebox-Daten, die du beschafft hast, analysiert. Wir wissen, was sie vorhaben und können nichts tun. Wozu brauchst du dann mich? Sie haben 3 EMP-Richtgeneratoren in Position gebracht. Wenn sie gezündet werden, fällt der ganze U-Bahn-Sektor aus. Um den Bereich optimal abzudecken, müsste man einen Generator beim alten Reservoir platzieren. Du musst dorthin gehen und ihn ausschalten. Warum sollte ich? Weil es der Generator ist, dessen Impuls Sarahs Apartment treffen würde und du sie vor dem bewahren könntest, was danach geschieht. Und die anderen beiden? Dir bleibt nur Zeit für einen. Los, geh. Rette deine Tochter. Ich hatte sie nie in meiner Gewalt. Hab nur geblufft, damit du mir hilfst. Und falls das noch zählt, verzeih mir. Was ist mit dir? Ich gehe mit Tom Reed ins Weiße Haus und versuche, die Präsidentin zu retten. Vielleicht sehen wir uns da. Dass sein Freund, der Mann, für dessen Tod er verantwortlich war, ihn in bester Absicht angelogen hat. Er wusste, dass dieses Ding, das er zusammen mit Lambert erschaffen hatte, zerstört werden musste. Er war jetzt sein eigener Boss. Und die letzte Verbindung zu seinem früheren Leben war nun Grimm. Sie bat mich um einen Gefallen. Da es zu spät war, um die Zündung der EMPs zu stoppen, sollte ich Sarah holen. War das Mindeste, was ich für Sam tun konnte. In der Zwischenzeit wollte Grimm im Weißen Haus tun, was verdammt nochmal sie dort zu tun gedachte. Also sagte ich ja. Ich konnte nicht zulassen, dass Sarah plötzlich vom totalen Chaos umgeben ist. Genauso wenig konnte ich ihren Vater im Stich lassen. Nicht mal dann, als er einfach reinging, um die Antworten, die er benötigte, aus den Leuten herauszuprügeln. Das klang nach Sam. Nach Sam, wenn er richtig sauer war.